Hallo und willkommen zum Kapitel 5 in der Vorlesung Verteilte Systeme. Dieses Kapitel ist ein ganz klein wenig anders als die anderen Kapitel. Es ist hier weniger Konzepte der verteilten Systeme an sich. Ich möchte mit Ihnen hier viel mehr praktische Aspekte besprechen. Praktische Aspekte, die Ihnen über den Weg laufen werden, wenn Sie konkrete Client-Server, wenn Sie konkretes Web-Development machen. Und ich versuche hier etwas die Brücke zu schlagen zwischen Systems im konzeptionellen Sinne, Administration von Systemen im sehr praktischen Hands-on-Sinne und Softwaretechnik im Sinne der Entwicklung von Systemen. Und diese Brücke ist in den Vorlesungen und im Studium ja oft nicht sehr ausgeprägt. Über konkrete administrative, operational Aspekte von IT-Systemen lernen Sie ja eigentlich vergleichsweise wenig in einem Informatikstudium. Und das Kapitel hier soll ein ganz kleiner Beitrag dazu sein, diese Lücke zu schließen. Dazu möchte ich mit Ihnen über sogenannte Deployment Tools in diesem Kapitel reden. Und was ist das? Was meine ich damit? Es ist die Frage, wenn Sie jetzt eine Web-Anwendung mit Server-Software und Web-Framework und so weiter entwickelt haben, dann wollen Sie die ja auch zum Einsatz bringen. Und Sie müssen die ja für viele Kunden und für viele Klienten zum Einsatz bringen. Das heißt, Sie brauchen auch eine große Anzahl an Servern. Wie machen Sie das? Wie machen Sie das ganz praktisch? Wollen Sie jetzt wirklich sagen, dass Sie sich von Hand auf 100 realen oder virtuellen Maschinen von Hand einloggen, möglicherweise hoffentlich wenigstens per SSH und nicht physikalisch tatsächlich zum Rechner hinlaufen und davor stehen? Aber selbst über SSH auf 100 Maschinen einloggen und dort von Hand jeweils das Web-Framework installieren, Ihre Anwendung runterladen, in das Web-Framework integrieren, das starten, dafür sorgen, dass das alles läuft. Das ist offensichtlich absurd. Das wird Sie in den Wahnsinn treiben. Dieses Kapitel soll Ihnen diesen Wahnsinn ersparen, indem wir uns über verschiedene Aspekte des praktischen Deployments, der praktischen Administration anschauen, die für große Systemanzahlen geeignet ist. Indem ich das auch auf eine große Anzahl aufskalieren und ausdehnen kann. Das hat verschiedene Aspekte. Wir müssen uns zumindest über die folgenden Punkte unterhalten, und zwar in einer Art und Weise, die der Automatisierung zugänglich ist. Ich möchte keine Techniken haben, die nur manuell für ein oder zwei Systeme geeignet sind. Es muss automatisierbar sein, sodass es für große Codebases, große Anzahl von Servern etc. geeignet ist. Wenn wir uns also zunächst mal über die Installation und Konfiguration solcher Systeme im engeren Sinne unterhalten, naja, dann brauchen Sie eine Ressource, auf der Sie installieren können. Sie brauchen typischerweise virtuelle Maschinen, Docker-Container oder ähnliches, bei denen das funktioniert. Sie müssen gegebenenfalls ein Betriebssystem installieren können. Sie brauchen gegebenenfalls irgendwelche Anwendungen, Frameworks, Bibliotheken, die Sie installieren, herunterladen, konfigurieren müssen. Sie brauchen möglicherweise Accounts, Nutzer-Accounts in Ihrem Betriebssystem. Sie müssen Erlaubnisse einrichten, SSH-Keys und andere Geheimnisse verteilen. All das muss automatisierbar funktionieren. Sie müssen solche Systeme überwachen im laufenden Betrieb. Sie müssen die booten, Sie müssen schauen, ob sie tatsächlich weiterlaufen. Die virtuelle Maschine, das Betriebssystem darin, Ihre eigentliche Anwendung. Sie müssen sogenannte Health Checks, Gesundheitsüberprüfungen machen. Auch das wollen Sie nicht manuell und ganz bestimmt nicht, wenn es sich um hunderte oder mehr Server handelt. Und letztlich das Deployment, vor dem Deployment, das Deployment selbst. Sie müssen Ihre Anwendung bauen, also das Übersetzen, das Erzeugen von ausführbarem Code aus Ihrer Hochsprache, Bibliothek, was auch immer. Dabei werden Sie typischerweise verschiedene Versionen erzeugen, die Sie natürlich in einem Versionskontrollsystem wie Git oder ähnliches oder Mercurial liegen haben. Möglicherweise gibt es neue Versionen von Bibliotheken, die Sie benutzen. Sie müssen also Tests. Sie müssen Tests mit verschiedenen Anwendungen fahren und das sind Tests im Plural, nicht ein einzelner. Sie müssen viel testen. Und wenn Sie denken, dass Sie zu viel getestet haben, haben Sie vermutlich immer noch zu wenig getestet. Also, das muss automatisiert werden. Und letztlich, wenn es dann rauskommt, dass Ihre Tests vernünftig funktioniert haben, dann brauchen Sie eine neue Version, die Sie jetzt ausbringen müssen in Ihre entsprechend installierte, konfigurierte und überwachte und gemanagte Infrastruktur. Das ist so der
der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen werden. Und wenn Sie ein konkretes Beispiel dafür suchen, dann denken Sie an Jupyter. Jupyter kennen Sie vermutlich aus Ihrer Vorlesung Programmierung und oder der Vorlesung SSSP. Diese webbasierte Oberfläche, um Python, Shell-Skripte oder ähnliche Dinge auszuführen. Das ist ein typisches Beispiel. An dem könnte man das genau im Detail durchexerzieren. Jupyter ist in der Konfiguration tatsächlich nicht trivial. Also Jupyter Hub, die Version, die für viele Benutzer geeignet ist, ist nicht trivial. Zum Beispiel das Importieren und Erzeugen von Accounts aus Panda, unserem Campus-Management-System, beziehungsweise Paul, ist eine nicht triviale Aufgabe, die auch nicht vollständig automatisiert ist. Aber das wäre so ein typisches Beispiel. Es sind viele einzelne Teilkomponenten, die ineinander spielen müssen. Man muss sich an ganz vielen Stellen am Kopf kratzen. Ist das jetzt für eine Vorlesung? Wo bekomme ich die Nutzer-Accounts her? Und so weiter und so weiter. Sehr schön. Was sind also die Aufgaben, die wir hier erfüllen müssen? Wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Konfiguration des Systems, das System an sich, nicht Ihre Anwendung, das System an sich, die Konfiguration aktuell halten müssen, aktualisieren, verändern müssen. Es ist letztlich eine Systemadministrationsaufgabe, die wir hier automatisieren wollen. Wir müssen den Bauprozess automatisieren. Sie brauchen Build-Tools. Hier gehe ich stark davon aus, dass das die Kollegen der Software-Technik Ihnen erklärt haben. Es kann trotzdem nicht schaden, noch mal kurz darauf hinzuweisen. Wir brauchen Continuous Integration, also das Nutzen von Tests, das Bauen neuer Versionen, das Integrieren neuer Versionen in ein Gesamtsystem. Auch das ist eigentlich ein Software-Technik-Problem. Und wir brauchen Überwachungssysteme, die für das laufende System diese Health-Checks durchführen. Und Sie sehen, dass das hier auch im Wesentlichen den Kapitelüberschriften hier auf der rechten Seite entspricht. Configuration Management, Build, Continuous Integration Monitoring. Bevor wir uns damit aber im Detail beschäftigen, brauchen wir eine Voraussetzung dafür. Wir brauchen eine Ausführungsumgebung. Wir müssen ja die ganze Software irgendwohin installieren und irgendwo laufen lassen. Wir müssen also Ressourcen haben, auf denen wir diese Software, diese Systeme, diese Anwendung tatsächlich betreiben können. Das ist eine Ausführungsumgebung. Dazu schauen wir uns zunächst mal die Frage an, die ich noch präziser stellen muss, und ein paar Beispieltools, und zum Schluss kommt das dann in das Konzept Infrastructure as Code. Was ist meine Frage? Meine Frage ist, wo lassen Sie Ihre Software, Ihre Anwendung, Ihren Server tatsächlich laufen? Option 1, Sie wollen richtige Hardware. Sie wollen einen Rechner, den Sie beklopfen können, den Sie anfassen können, weil das ist, womit Sie sich wohlfühlen. Naja, dann reden Sie mit Ihrem Systemadministrator, der sagt Ihnen, er hat keine. Dann reden Sie mit Ihrer Beschaffungsstelle, dann sagen die haben kein Geld. Dann reden Sie mit Ihrer Finanzplanung, dann sagen die Ihnen, ja, stellen Sie erstmal einen Antrag. 8 Monate später ist der Antrag dreimal eingereicht, verloren gegangen, wiedergefunden und so weiter. Keine Option. In aller Regel, wenn es nicht starke Gründe gibt, warum Sie tatsächlich etwas auf Hardware ausführen müssen, ist das keine Option. Sie nehmen eine virtualisierte Umgebung. Sie nehmen eine virtuelle Maschine. Und jetzt ist auch da wieder die Frage, wo bekommen Sie die her? Ich meine keine virtuelle Maschine, die auf Ihrem eigenen Rechner läuft. Das nützt nichts. Wir brauchen etwas, das deploymentfähig für den Produktionseinsatz ist. Konkretes Beispiel, Informatik-Rechnerbetrieb betreibt einen kleinen Cluster mit, jetzt hätte ich es vorher nachschauen sollen, ich glaube im Moment sind es 12 Server, mit über circa 1 Terabyte Arbeitsspeicher verteilt darüber. Terabyte, ja. Und im Moment circa 650 virtuellen Maschinen, die darauf laufen. Das ist so ungefähr die Hausnummer, bei der wir uns derzeit bewegen, im Herbst 2020. Wenn Sie dann weitere virtuelle Maschine brauchen, dann können Sie mit der IAB reden. Dann sagt Ihnen der Systemadministrator davon, ja, was hättest du denn gern, wie groß muss die sein, wie viele Cores, wie viel Hauptspeicher und so weiter und so weiter. Oder Sie reden mit einem Cloud-Provider, also etwas wie eine Amazon, Google, Alibaba, Microsoft Azure, was auch immer. Sie reden mit einem Cloud-Provider und dann fragt er Sie im Prinzip genau die gleichen Sachen. Er fragt Sie das über ein Webinterface und nicht als Mensch Ihnen gegenüber oder am Telefon. Aber eigentlich ist es genau die gleiche Frage. Wie groß, was für ein Betriebssystem, wie viel Plattenplatz, was bist du denn bereit dafür zu bezahlen? Gut, das fragt er nicht, er sagt Ihnen, was es kostet, aber im Prinzip nicht. Sie verstehen die Idee. Ja, und dann bekommen Sie da irgendwie nach einer Installationsphase eine leere virtuelle Maschine.
die Ihnen die Infrastruktur darstellt, die Sie hier benutzen können. Das ist diese Idee Infrastructure as a Service. Sie bekommen eine Infrastruktur, die Sie benutzen können. Da steckt dann noch das ganze Cloud-Payment-Modell dahinter, aber das ist die Idee dabei. Wenn Sie es ein bisschen schöner haben, dann haben Sie vielleicht sogar einen Hypervisor, der Ihnen programmatisch erlaubt, so eine leere virtuelle Maschine anzufragen. Die meisten Cloud-Provider tun das, die IAB tut es nicht, aber das hat eher mit Verwaltungspolicy zu tun als mit technischen Fähigkeiten. Unsere Infrastruktur könnte das im Prinzip durchaus. Wenn Sie dann also eine solche leere virtuelle Maschine haben, müssen Sie da drinnen ein Betriebssystem installieren. Das können Sie jetzt im Prinzip von Hand machen, aber denken Sie dran, wir wollen auf 1000 VMs hochskalieren. Also brauchen wir hier wiederum ein Werkzeug, das uns das automatisiert. Das wird Vagrant werden im nächsten Teilabschnitt. Muss es jetzt eine virtuelle Maschine sein, mit ihrem ganzen Overhead, der Notwendigkeit, Betriebssystem zu installieren und so weiter und so weiter? Möglicherweise ja, wenn es das ist, was Sie haben wollen. Wenn es Ihnen reicht, dass Sie eine etwas schlankere Isolierung Ihrer einzelnen Komponenten voneinander haben, wenn Sie auch mit dem darunterliegenden Betriebssystem einverstanden sind, dann reicht Ihnen oft ein Docker-Container. Und die Argumentationskette ist hier wie da im Wesentlichen gleich. Auch hier brauchen Sie irgendeine Schnittstelle. Systemadministrator oder ein Tool wie Kubernetes erlaubt Ihnen das auch programmatisch zu tun, neue Container anzulegen. Und in diesen Containern müssen Sie Software installieren. Das passiert dann wieder ähnlich wie oben. Von daher, aus der Perspektive hier, die wir hier gerade einnehmen, ist sowas wie eine virtuelle Maschine oder ein Docker-Container gar nicht so schrecklich groß unterschiedlich. Und natürlich ganz viele Unterschiede im Detail und Sicherheitsniveau und Leistungsfähigkeit. Aber aus der Flughöhe, die wir gerade eingenommen haben, macht es gar keinen so großen Unterschied. Von daher werde ich im Großen und Ganzen im Folgenden über virtuelle Maschinen reden. Ersetzen Sie das an den meisten Stellen durch Container und es bleibt meistens richtig. So, Beispiel wäre etwas wie Amazon, um auch mal Amazon hier zu Wort kommen zu lassen. Die Amazon Elastic Cloud ist genau sowas. Sie bekommen auf dieser Cloud virtuelle Maschinen. Sie gehen auf die Webseite, tippen sich durch ganz viele Abfragen durch, tippen ihre Kreditkartennummer ein. Ja, und was bekommen Sie am Ende? Sie bekommen am Ende im Wesentlichen eine IP-Adresse und ein Schlüsselpaar, Public-Private Key für den SSH-Zugriff auf Ihre virtuelle Maschine an dieser Stelle. Okay? Ja, klicken durch Webseiten nicht. Sie merken, das braucht eine Automatisierung. Kommt im übernächsten Abschnitt. Fangen wir erstmal an, uns über die Installation eines Betriebssystems und von Software in einer leeren virtuellen Maschine zu unterhalten. Das Tool, das ich Ihnen dazu vorstellen möchte, heißt Vagrant, das diese Aufgabe in sehr eleganter Art und Weise löst. Also, gegeben eine virtuelle Maschine, leere virtuelle Infrastruktur, installiere mir darin ein Betriebssystem und konfiguriere SSH-Zugang in dieses Betriebssystem, sodass ich mich per SSH darauf einloggen kann. Die Vorstellung ist jetzt, dass Sie mit dieser virtuellen Maschine natürlich reden müssen und Sie müssen mit dem Hypervisor, dem darumliegenden Hypervisor reden, um bildlich gesprochen die Floppy Disk. Wissen Sie, was eine Floppy Disk ist? Um das Betriebssystem-Image einzulegen und den Installationsprozess zu starten, bildlich gesprochen. Das heißt, Sie brauchen hier diese Vorstellung von Providern, das sind die Hypervisors, die darum liegen. Und Vagrant kann zum Beispiel mit VirtualBox, VMware ESX, Docker, Amazon Web Service reden, als die wesentlichen Beispiele. Nicht alles davon in der kostenlosen Version. Ich glaube, der ESX-Support zum Beispiel ist nur kommerziell verfügbar. Aber naja, die Leute müssen auch von was leben. Okay, so, was bekommen Sie dann hier raus? Sie konfigurieren also eine Konfigurationsdatei und sagen diesem Vagrant, dass Sie dann ein entsprechendes Betriebssystem-Image da drin laufen haben wollen und das bitte so, dass Sie sich darauf einloggen können. Je nach Hypervisor ist das Vagrant vielleicht eher für lokale Testumgebungen mit vielleicht ein paar Dutzend VMs gedacht. Das ist toll für Entwicklung, für Testzwecke. Ob Sie damit wirklich auf Tausende von VMs hochskalieren, das würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber probieren Sie es aus, ist sicher spannend. So, einfaches Beispiel. Sie brauchen diese drei Befehle. Wenn Sie sonst nichts tun wollen und mit Beispielkonfiguration leben können, dann brauchen Sie ein Vagrant Init, bei dem Sie den Namen einer vorgegebenen Konfiguration angeben.
Das hier wäre ein Ubuntu Precise. Sie merken, die Folien sind nicht schrecklich neu. Dann wird eine Weile installiert, dann werden die nötigen Dinge runtergeladen. Ein Vagrant-Up startet eine entsprechende virtuelle Maschine. Das müssen Sie in dem richtigen Verzeichnis machen, in dem Sie auch das Init gemacht haben. Hier liegen entsprechende Daten. Dann läuft diese VM. VirtualBox wird angewiesen, diese VM zu starten und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist das fertig und dann können Sie ein Vagrant SSH machen. Und Sie haben sich mit SSH auf diese gerade eben erzeugte virtuelle Maschine eingeloggt. Sie brauchen drei Befehle. Von denen, naja, eigentlich nur zwei etwas Zeit brauchen und nur die erste braucht Netzwerkverbindung. Das ist doch schön, oder? Ich hoffe, Sie sind begeistert. Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, sollten Sie das definitiv ausprobieren und danach begeistert sein. Was ist, wenn Sie nicht mit diesen Defaults hier zufrieden sein wollen, sondern hier anpassen wollen? Kein Problem, das können Sie. Dieses Vagrant Init ist eigentlich hauptsächlich dazu da, eine solche Konfigurationsdatei zu laden, zu finden und herunterzuladen. Und in dieser Datei können Sie alles Mögliche über Ihre VM beschreiben. Sie können sagen, mit welchem Provider Sie reden wollen. Zum Beispiel, wenn Sie Secret Keys für die Kommunikation mit dem Provider, nicht mit der VM, mit dem Provider, mit dem Hypervisor brauchen. Wenn Sie Account-Informationen von Amazon Web Service hier hinterlegen müssen. Wenn Sie sagen wollen, wie viel Plattenplatz und wie viel Arbeitsspeicher und so weiter und so weiter. Das können Sie alles in eine sogenanntes Vagrant-File eintragen. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier ein Beispiel. Wenn Sie sich wundern, was das für eine seltsame Syntax ist, das ist eigentlich ein Ruby-Script. Ja, eigentlich müssten Sie jetzt wieder eine neue Programmiersprache lernen. Nein, das ist leidlich lesbar. Das sieht vielleicht ein bisschen drollig aus, wenn man es nicht gewohnt ist, aber eigentlich ist es auch fast verständlich im Klartext, was da steht. Das sieht vielleicht ein bisschen drollig aus, wenn man es noch nicht gesehen hat, aber eigentlich ist es fast klartextlesbar. Hier würde ich zum Beispiel sagen, dass ich eine CentOS-Version installiert haben möchte in meiner virtuellen Maschine und dass ich bestimmte Konfigurationen für mein Netz haben möchte und so weiter und so weiter. Sehr schön. Coole Sache. Müssen Sie definitiv sich angucken. Ich glaube nicht, dass Sie die Studienleistung ohne ein Vagrant-Skript geschrieben zu haben. Ja, es geht natürlich, aber Sie tun sich selber keinen Gefallen, wenn Sie das versuchen. So, jetzt haben wir das für einen bestimmten Provider. Und wenn Sie sich das jetzt genauer angucken, dann werden Sie merken, dass Sie das etwas anders machen müssen, wenn Sie jetzt von VMware ESX Ihren eigener lokaler Cluster zu AWS wechseln oder wenn Sie dann auf Azure wechseln wollen, dann sieht es wieder anders aus. Natürlich nicht schön, nicht? Dieses Problem, dass das nicht schön ist, für verschiedene Provider unterschiedliche Konfigurationen pflegen zu müssen, dieses Problem löst Ihnen Terraform als Tool dafür. Was macht Terraform? Genau diese Tatsache. Die verschiedenen APIs dieser unterschiedlichen Cloud-Providers hinter einer gemeinsamen API zu verstecken. Und das ist ein großer pragmatischer Vorteil. Das ist auch eine konzeptionell schönere Idee, das zu tun. Und Sie können damit auch etwas tun, was Sie sonst nicht ohne weiteres, nicht ohne viel händischen Aufwand tun könnten. Sie könnten Ihre Infrastruktur aus einzelnen verteilten Servern, die miteinander reden, die eine Datenbank benutzen, über verschiedene Cloud-Provider verteilen. Sie können AWS mit einem Azure oder einem Alibaba oder sonst etwas mischen. Es ist in dem Sinne ähnlich zu Vagrant etwas, das Ihnen eine Infrastruktur liefert, legt aber größeren Wert auf diese Vereinheitlichung. Ist damit vergleichbar, aber vielleicht nicht genau das Gleiche. Terraform ist definitiv auf Deployments ausgelegt, die in Produktionsbetrieb gehen sollen. Was bei Vagrant wahrscheinlich auch geht, aber vielleicht nicht das primäre Ziel dabei ist. Worauf lohnt es sich bei Terraform hinzuweisen? Es lohnt sich einmal zu überlegen, dass es Beschreibungsdateien gibt, in denen Sie aufschreiben, was Sie eigentlich haben wollen. Und eine Idee ist, die bei Terraform sehr nett ist, wenn Sie eine Änderung an Ihrer Beschreibung gemacht haben, dann können Sie sich erstmal einen Plan ausgeben lassen, was denn passieren würde, welche Änderungen denn durchgeführt werden würden, bevor das wirklich realisiert und entsprechend diese Konfigurationen auf die Cloud-Provider ausgebracht werden.
Das ist so eine Art Dry Run. Wenn Sie das von Makefiles oder Ähnlichem her kennen, das ist die Vorstellung eines Minus-Minus-Dry Run. Das genau hat die ähnliche Idee. Und die schöne Sache daran ist eben, es ist reproduzierbar, genau solche Infrastrukturen zu erzeugen. Diese Description-Files sind ASCII-Dateien. ASCII-Dateien können Sie bequem in ein Versionskontrollsystem legen, was Sie hoffentlich immer tun. Und damit haben Sie für jeden Zeitpunkt und jederzeit die Möglichkeit, zu der jeweiligen Konfiguration, die jeweils existierte, zurückzugehen, sich das anzuschauen und genau diese Konfiguration wiederherzustellen. Für Testzwecke, für Monitoring-Zwecke, was auch immer. Und Sie können im Zweifel auch wieder sagen, wir fangen von Neuem an. Das ist alles falsch, wir reißen das alles ein und wir gehen auf diesen Stand zurück. Und ab da hat es ja schließlich funktioniert. So, was heißt das konkret? Schauen wir uns ein ganz kleines Beispiel an. Angenommen, Sie wollen auf AWS eine virtuelle Maschine haben. Da ist ein Link auf ein Tutorial dazu. Sie müssen zwei Sachen hinschreiben. Sie müssen sagen, dass Sie mit Amazon Web Service reden wollen. Sie müssen die Schlüssel eintragen, die Ihnen AWS bei der Accounterstellung gegeben hat. Hier passiert kein Wunder, nicht? Das müssen Sie irgendwo hernehmen, dieses Wissen, und das müssen Sie irgendwo diesem Tool auch sagen. Und Sie haben eine Region, wo in Amazon soll das passieren. Und dann sagen Sie noch, dass Sie gerne eine Instanz hätten als Ressource. Die soll Example sein und hat den Typ T2 Micro, also eine recht kleine Amazon-Instanz. Und dann ist es das auch. Mehr müssen Sie da nicht hinschreiben. Und dann sagen Sie noch im Verzeichnis, in dem diese Konfigurationsdatei liegt, sagen Sie noch ein Terraform Init. Damit werden diese Keys geprüft etc. Und dann sagen Sie noch, gib mir bitte schön einen Plan und führe ihn durch, Terraform Apply. Und wenn Sie das gemacht haben, läuft auf, und Ihre Schlüssel sind richtig und Ihre Kreditkartennummer stimmt, dann läuft auf Amazon Web Service hinterher diese entsprechende Instanz. Und Sie bekommen Schlüssel und IP-Adresse und so weiter, um darauf zuzugreifen. Können sich noch Resultate ausgeben lassen, etc. Auch das würde ich Ihnen stark ans Herz legen. Probieren Sie das mal aus, schauen Sie sich zumindest mal das Tutorial an. Ist ein praktisch nützliches Werkzeug. Ist auch etwas, was gerne mal in Einstellungsgesprächen vorkommt. Ein Mitarbeiter von mir hatte kürzlich ein Einstellungsgespräch nach seiner Promotion. Und eine der Aufgaben war, hier haben Sie einen Laptop. Hier haben Sie die Informationen für unseren Cloud-Provider. Schreiben Sie uns ein Terraform-Skript, das uns hier zwei virtuelle Maschinen anlegt. Er hatte eine Stunde Zeit, gebraucht hat er 10 Minuten und hat damit die Kollegen wohl sehr beeindruckt. Terraform ist natürlich nicht das einzige Tool, das sowas tut. Es gibt reichlich Alternativen dazu. Naja, reichlich ist vielleicht übertrieben, ein paar. Eine ist zum Beispiel libcloud. Ist eine Python-Bibliothek, wenn Sie es weniger auf der Kommandozeile, aber lieber programmatisch mögen, dann ist das vielleicht eher das Tool Ihrer Wahl. Auch da haben Sie wieder die Vorstellung, Sie haben Provider, hier wäre Rackspace ein Beispiel dafür. Dem müssen Sie wieder Username, Keys und so weiter sagen. Und dann können Sie ihm hier sagen, dass Sie ein Ubuntu-Image haben möchten und das entsprechend erzeugt haben wollen. Also gleiche Idee, diesmal nicht Ruby, sondern Python. Es gibt praktisch jede Variation davon. Lassen Sie uns hier einen Schritt zurücktreten. Lassen Sie uns überlegen, was wir hier eigentlich getan haben. Was wir getan haben, ist etwas, das sich Infrastructure as Code nennt. Wenn wir früher Infrastruktur hatten, die wir aus einzelnen Rechnern aus dem Lager raustragen und irgendwo hinstellen und Kabel reinstecken mussten und uns dann davor setzen mussten und Konfigurationen direkt auf dem Rechner vornehmen mussten, und Gnade Ihnen Gott, Sie hatten sich an irgendeiner Stelle bei irgendeinem Rechner fehlkonfiguriert und Sie wissen nicht welchem, dann fangen Sie von vorne an und Sie machen das alles nochmal neu. Sie installieren alle Betriebssysteme auf allen Rechnern neu, weil Sie das Problem nicht finden. Dann ist das durch die Idee Infrastructure, durch Code, durch textuelle Repräsentationen zu beschreiben, diesem alten Ansatz des aus dem Keller Tragens von Rechnern um Größenordnungen überlegen. Wir beschreiben die Infrastruktur, die wir gerne haben wollten, durch Konfigurationsdateien. Ob das jetzt Code ist, was Sie in so ein Terraform schreiben, oder ob es wirklich Code ist, was Sie bei einem libcloud hinschreiben, weil es Python ist, das ist egal, darum geht es hier nicht. Code in Anführungszeichen. Es ist eine textuelle Repräsentation, die mehrere Zwecke erlaubt. Die ist lesbar für den Menschen, sie ist damit dokumentierend und sie ist ausführbar. Und Sie brauchen keine Interaktion. Sie brauchen keine Interaktion durch Ihren menschlichen Administrator, wenn Sie dieses Ding einmal haben.
Und es hat alle Vorteile, die Sie mit Code Management durchführen können. Versionierung, Testen, wieder Reproduzierbarkeit, Automatisierung, statt von Hand irgendwo von der Konsole zu sitzen. Ich bringe nochmal dieses Beispiel, das Jupyter Hub Environments für die Programmierungsvorlesung. Wir hätten es nie geschafft, das zu installieren, hätten wir es nicht von vornherein in diesem Sinne als Code, die Infrastruktur als auch das Tool selbst entsprechend beschrieben, sodass wir verschiedene Versionen für verschiedene Vorlesungen hätten anlegen können, dabei gemeinsame Dinge wieder benutzen können. Es wäre einfach nicht handhabbar gewesen. So, und wie gesagt, das ist dieses Buzzword Infrastructure as Code. Ich habe das jetzt hauptsächlich am Beispiel der virtuellen Maschine an sich beschrieben, aber das gilt natürlich genauso für Speicher, das gilt natürlich genauso für Networking. Wenn Sie ein Netzwerk konfigurieren wollen in einem größeren Cloud-System, sowas wie OpenStack, dann würden Sie zum Beispiel sogenannte Heat-Templates aufschreiben. Das sind YAML, XML, bin mir gar nicht sicher, irgendeine Markup-Sprache, in der Sie Netzwerkkonfiguration für mehrere VMs, wie die in lokale Netze, virtuelle lokale Netze angeordnet sind, aufschreiben können. Das ist die gleiche Idee. Das gibt es nicht nur hier für VMs, das gibt es generell für alles das, was normalerweise, früher, konventionellerweise richtige, anfassbare Dinge waren. Und damit haben Sie diese Virtualisierungsschritt eigentlich zu Ende geführt. Genau. Ja, und wie gesagt, ob das jetzt Skripts oder irgendwelche YAML-Dateien oder so sind, ist völlig egal. Nicht? Diese Idee ist recht alt. Vielleicht ist Amazon CloudFormation von 2011 so ein erstes Beispiel dafür. Aber da mögen sich andere Leute drüber streiten, wer da der Erste war. Ja, und Sie haben reduzierte Kosten, Sie haben höhere Geschwindigkeit, Sie haben höhere Produktivität Ihrer Administratoren und Sie sind vielleicht auch eher in der Lage, ein Risiko einzugehen, was Sie mit realer Hardware, realer Infrastruktur, die Sie von Hand konfigurieren müssen, nie tun würden, weil es viel zu riskant ist, dass etwas schief geht. Hier ist es viel leichter, gegebenenfalls wieder zurückzurollen, etwas anders zu machen. Das führt dazu, zusammen mit dann Konfigurationsmanagement und Continuous Integration. Das führt dazu, dass auch durchaus große Player in der Branche sehr viel risikofreudiger geworden sind. Wir reden nachher noch über Facebook und seine Hunderten von Versionen, die da im Feld sind. Aber das ist das Ziel zunächst mal von Infrastructure as Code. So, und jetzt wird es Sie nicht wundern, wenn es Infrastructure as Code gibt, dann machen wir natürlich den ganzen Rest auch alles als as Code. Dann machen wir Konfiguration, Integration, das wird auch alles diese Idee verfolgen. As Code, beschreibbar, selbstdokumentierend, aber ausführbar zu sein. Aber das machen wir dann in dem nächsten Video. Zunächst mal, danke fürs Zuhören.